Unser Projekt hat sich befasst mit einem Kennzahlen-Cockpit zur Steuerung der Energiebeteiligungen der SN Energie. Und wir haben für die Kundschaft einen Rahmen erstellt, wo sie können das Controlling mittels Kennzahlen für ihre Energiebeteiligungen machen. Zentral für uns war am Anfang, dass man nicht einfach den Schritt von der Theorie in die Praxis machen kann, einfach so, sondern dass man wirklich zuerst mit dem Kunden intensiv ein Gespräch führen, dass man für ihn eben genau auch praxisbezogen kann ein Projekt durchführen kann. Wir konnten der Kundschaft eigentlich zwei Sachen mit auf den Weg geben. Das ist einerseits eine theoretische Grundlage, Kennzahlencontrolling von Energiebeteiligungen mit Hinweis, was das zu betrachten gibt und auch welche Sachen das gemacht werden müssen. Und andererseits haben wir ein Tool mitgeben können, das direkt die Umsetzung dieser Erkenntnisse in der Praxis ermöglicht. Also wir haben in diesem Projekt gerade zwei grosse Herausforderungen müssen meistern. Und das ist zum einen eigentlich die Energiebranche, die wir von der Schule aus eigentlich gar nicht gekannt haben. Da haben wir uns eigentlich zuerst reinarbeiten, Wissen anarbeiten und dann damit arbeiten können. Und zum anderen war es eigentlich das Arbeiten von dem Excel-Tool, das meiner Meinung nach weit über die Grenzen von einem FAS-Studenten rausgeht. Mit dem Tool können Sie eigentlich das Zahlenmaterial, das Sie aus der Beteiligung haben, aufbereiten. Und das wird in Form von Kennzahlen, in Form von Berichten, in Form von grafischen Darstellungen wird das nachher ausgehen. Und mit dem kann man dann eigentlich Meetings leiten, mit dem kann man die Lage beurteilen, mit dem kann man Budgets machen. Also die ganze tägliche Arbeit vom Kunden wird durch das Tool natürlich unterstützt. Wir mussten für das Beteiligungscontrolling die Datengrundlage besorgen und haben das gemacht, indem wir eigentlich mit einem Kunden, mit einem weiteren Energiekonzern die Zahlen erheben. Die sind aber nicht vorhanden gewesen und dann haben wir uns die anderweitig besorgen und das war eine relativ schwierige Situation. Als Coach würde ich sagen, ist ganz entscheidend, dass das Team on track ist, also dass das Team wirklich einen Mehrwert für den Kunden schafft und wirklich im Sinn des Auftrags dann eben auch zum Ziel kommt. Und da müssen Sie als Coach wirklich schauen, dass sich das Team eben nicht verläuft. Wir haben in der Vergangenheit schon mit der FAS gearbeitet und haben immer gute Erfahrungen gemacht und haben darum auch diesen Auftrag wieder der Fachhochschule vergeben. Und das Resultat bestätigt uns in dieser Entscheidung. Das Excel-Tool sprengt alles. Das sprengt Grenzen, was ein FAS-Student mitbringt, was er lernt. Und da hat das Team wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Da habe ich als Coach keinen grossen Beitrag leisten, weil die haben sich so dahinter gesetzt und haben mit der Leidenschaft versucht, rauszudüfteln, wie man jetzt wirklich ein super Tool, das enorme Features auch hat und anwendbar ist, auf beide Stellen.